Es ist eine Farce. Das Volkstheater Rostock ist tot. Es lebe das Volkstheater. Unsere Politiker aus Stadt und Land haben das traditionsreiche Haus durch kulturfeindliche Sparpolitik mal wieder an den Rand des Ruins gebracht. Die Anhänger des Theaters in Stadt und Land haben resigniert. Die Theatermacher selbst tragen auch ihren Teil dazu bei. Der Intendant Sevan Lacinian und sein Geschäftsführer Stefan Rosinski gehen getrennte Wege. Rosinski hat längst die Seiten gewechselt. Er schreibt dem Oberbürgermeister und dem Kulturminister gefällige Konzepte. Diese zeugen zwar von solidem theoretischem Sachverstand, aber von wenig künstlerisch-praktischem Theaterverständnis. Und während OB Medling nur auf die Zahlen schaut, freut sich Minister Brotkorb am Philosophieren. Doch ganz ist der Widerstand nicht gebrochen. Am Samstag, den 27. Februar, versammelten sich rund 300 der treuesten Anhänger des Volkstheaters zu einer Demonstration auf dem neuen Markt der Hansestadt. Ihr Einsatz gilt dem Modell eines Vierspartenhauses, das auf eine 120-jährige Tradition am Rostocker Theater zurückschaut. Hier steht doch im Hintergrund, dass der Oberbürgermeister möchte, er möchte billigere Strukturen schaffen. Und das ist ja der Hintergrund, zwei Sparten einzusparen. Ich bin davon überzeugt, die Abschaffung dieser Sparten wird dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Bilanz noch schlechter wird. Und wir sind die größte Stadt des Landes, eine Universitäts- und Hansestadt, die eigentlich eine Attraktion ausstrahlen soll, auch im kulturellen Bereich. Das wird nicht gelingen, wenn dieses Theater noch mehr dezimiert wird. Und ich kann nicht verstehen, dass Politik dem Theater vorschreiben will, wie das Theater zu organisieren ist. Und dass der Intendant und der Geschäftsführer gezwungen werden, Konzepte zu entwickeln, sie eigentlich selber nicht wollen. Aber sie müssen sie ausarbeiten, weil man ihnen sonst Dienstverweigerung vorwirft. Immer wieder gehen Rostocker auf die Bühne und machen ihrem Unmut Luft. Wir haben ein Theater, das über die Jahre gewachsen ist und für Rostock und für die Erhaltung der Kulturhoheit nicht wegzudenken ist. Wenn dieses Theater stirbt, kann es nie wieder in dieser Form lebendig werden. Da wird ein Kulturschatz kaputt gemacht. Wir werden es auf städtischer Ebene deshalb nicht erreichen, weil am Ende der Entscheidungskette immer dieser Oberbürgermeister sitzt. Zwei Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft sind unter den Demonstranten. Beide waren einst glühende Verfechter des Vierspartenmodells. Es gab den alten Beschluss der 2+2 Sparten Schauspiel und Orchester erhalten, Chor und Tanz reduziert bzw. weg, je nach Interpretation. Jetzt gibt es wohl ein neues Modell von Herrn Rosinski vorgelegt. Letztendlich ist es auch wieder ein 2+2 Modell, Schauspiel und Tanz weg, dafür Chor und Orchester erhalten. Für mich ist das in der Gesamtstruktur nichts anderes als das, was das vorherige 2+2 Modell war, nur dass jetzt eben das Schauspiel geopfert wird. Das ist insbesondere was, was wir Grünen überhaupt nicht gutheißen können, wo wir auch vehement uns gegen einsetzen werden. Für mich geht es jetzt im Endeffekt darum, dass wir natürlich darüber reden müssen, ob es sinnvoll ist, in einer Stadt wie Rostock das Schauspiel zu verkleinern, weil das ist ein ganz wesentlicher Kern dieses Konzeptes, zu dem die Geschäftsführung ja auch genötigt wurde aufgrund der politischen Lage. Darüber müssen wir reden. Für mich ist das zuallererst eine landespolitische Entscheidung, wie mit den Theatern im Land umgegangen wird. Und wenn die Landespolitik da ein Umdenken installiert, wenn man dort neue Sensibilität entwickelt, dann habe ich auch weiter Hoffnung für das Rostocker Volkstheater. Wie ein künftiges Volkstheater aussehen kann, wissen beide nicht so recht. Die politische Ohnmacht der Stadtvertretung wollen die Bürger nicht akzeptieren. Sie fordern das ein, was ihnen die Stadtpolitik längst versprochen hat. Die Bürgerschaft hat im Zuge der Zielvereinbarung beschlossen, nichts zu unternehmen, nichts abschließend zu unternehmen, ohne die Bürger einzubeziehen. Also es wurde beschlossen, eine Bürgerbeteiligung, eine zweimonatige im Internet und auch ein Bürgerforum zum Abschluss dieses Prozesses. Beides ist nicht erfolgt. Wir fragen uns, weshalb das nicht erfolgt ist. Und wir fordern es jetzt. Wir fordern, dass die Bürgerschaft sich an ihren eigenen Beschluss erinnert und hält und uns, die Bürgerinnen und Bürger, denen an Kultur und Theater in dieser Stadt liegt, zu Worte kommen lässt. Der Himmel wölbt sich überm Land. Wir ruhen all in
Intendant Sevan Lacinian wirkt angeschlagen. Wenige Tage später meldet er sich krank. Die Ärzte haben ihm eine Diagnose gestellt. Die Krankheit heißt Rostocker Theaterpolitik. Am Volkstheater hat ihm diese Politik nie eine Chance gegeben. An diesem Samstag aber tankt er noch einmal Mut. Also diese Bürgerbeteiligung heute hat mich wieder mal positiv überrascht. Ich dachte, jetzt haben alle die Schnauze so voll. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und der Begriff Bürgerbeteiligung scheint mir heute auch der produktivste zu sein. Dass die Bürger die in der Zielvereinbarung fixierte Bürgerbeteiligung einfordern. Und zwar wütender als zuvor und damit vielleicht auch chancenreicher. Was Theaterkunst kann, zeigt Lacinian dann mit einer Ballade von Friedrich Schiller. Die Bürgschaft. Und Erstaunen ergreifet das Volk ringsumher. In den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge tränenleer. Und zum König bringt man die Wundermär. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen. Und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er, es ist euch gelungen. Ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmt auch mich zum Genossen an. Gewährt mir die Bitte, es lebe das Rostocker Volkstheater in unserer Mitte mit allen Sparten, Mitarbeitern, Zuschauern und Unterstützern. Vielen Dank. Ja.